Halla, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Steves Modelle der Eisenbahn. Ja, heute ist es schwedisch. Heute wird es schwedisch. Und jetzt schauen wir mal, wie der Armbieter das verpackt hat. Normalerweise gut. Die Lokomotive war natürlich im Angebot. Und nachdem ich diese schwedischen Waggons habe, wo wir gleich auch noch basteln werden, musste ich da zuschlagen. Ja, das ist halt so. Genau, das ist die 39280. Da gibt es ja schon einige Reviews auf YouTube. Das ist die Elektrolokomotive RC6 der schwedischen Staatsbahnen. Epoche 6, Betriebszustand um 2010. Genau, und dann werden wir jetzt mal ganz vorsichtig da reingucken. Verpackung drehen, ja, richtig. Steht auch da. Und siehe da, die Lokomotive ist tatsächlich drinnen. Die muss man auch ganz vorsichtig auspacken, habe ich gesehen. Es gibt ja Videos dazu. Zugrüstteile sind dabei. Da kann man quasi diesen Schneeräumer etwas erweitern, vergrößern. Ich werde es jetzt trotzdem mittig anfassen und da rausnehmen. Oh, hat ein ordentliches Gewicht. Das ist schon mal gut. Und so, das ist immer das Problem. So, hat ein ordentliches Gewicht, das ist schon mal gut. So schaut das Mäuschen aus. Gefällt mir. Und das Tolle ist, diese Lokomotive hatten 4 Lichtspitzensignal, weil sie aus Schweden kommt. Alles Weitere gibt es wie immer gleich auf der Anlage. Die Lokomotive hat 2 Haftreifen, das wollte ich noch sagen. Und natürlich gibt es eine Garantieurkunde, eine Spielewelt-Kurzanleitung und auch eine Gebrauchsanleitung. Die Lokomotive wiegt 493 Gramm. Jetzt komme ich dazu, das Set 47093. Das ist ein Tragwagen-Set der Bauart SGNS Epoche 6 aus Schweden. Mit Holz zu beladen. Hier ist mal so ein Waggon, wie es dann ausschauen könnte. Genau, so habe ich mir das jetzt vorgestellt. Dazu habe ich Holz gekauft. Ja, richtig massives Holz. Aber war jetzt nicht so teuer. Hat 3,60 Euro gekostet. 20 von diesen Holzteilen, die ich jetzt noch ein bisschen auf die Länge geschnitten habe. Genau, 3,60 Euro plus Versand und dann habe ich 10 Euro bezahlt dafür. Das ist doch mal, damit kann man leben. Und jetzt kommt der Trick von Michael Schulz. Grüße gehen raus. Ich habe mir quasi diesen Abstand hier gebaut, 4-mal und schon mal das Holz draufgelegt. Und jetzt wird es mit Holzleim verklebt. Und dann schauen wir mal, ob das alles so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. So schaut das Konstrukt jetzt aus. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es hebt. Also ich bin da ein bisschen skeptisch. Mal schauen, ob das ausreicht, ob die Fläche groß genug ist zwischen den einzelnen, natürlich gewachsenen Baumstämmen, damit das Ganze zusammenhält. Das wird spannend. Um das Verrutschen während der Fahrt zu verhindern, habe ich mich zusätzlich für Spanngurte entschieden bzw. Spanngurte gebastelt. Da die ab Werk vorhandenen Stützschwellen bzw. Holzladegestelle eine sehr geringe Auflagefläche haben. Wie habe ich die Spanngurte gemacht? Hier sieht man jetzt quasi auch noch eine Erstellen am Trocknen und hier ist noch mal was fertig. Ich habe einfach Tonpapier genommen. Das ist jetzt auch kein Trick, den ich selber erfunden habe, sondern das ist von Renis Modellbahnwelt. Ist auch verlinkt, das Video, wo er das auch mal so dargestellt hat. Also man nimmt quasi so ein Tonpapier
und schneidet in etwa Streifen mit 2 mm ab. Und daraus baut man dann die Spanngurte, die ich dann mit einem Kleber, ja, muss ich jetzt nicht groß erwähnen, ihr seht es im Bild, dann fixiert habe. Ist ein bisschen Gefuddel, man muss ein bisschen Geduld haben, aber es funktioniert. So, das Endresultat schaut dann so aus. Wie gesagt, ja, es sind dicke Stämme, aber ich habe mal gegoogelt, das sind dann Bäume, die in etwa 600 Jahre gewachsen sind, können ja durchaus auch 1200 Jahre alt werden, aber das sind so etwa, je nach Querschnitt, Durchmesser, Stammdurchmesser, das ist ja 500, 600, vielleicht auch 400 Jahre alte Bäume, die soll es ja auch geben und irgendwann wird man die auch ernten und neue Bäume pflanzen, also das ist halt kein Thema. Genau, wie gesagt, war aber eben in der Kombination, dass es dieses Ladegut, dieses Ladematerial relativ günstig gab. 10 Euro habe ich quasi bezahlt. Und zwar beim Kunstpark. Falls da jemand fragt, wo es herkommt. Also Kunstpark, die bieten solche Stämme an. Stämme ja unter Anführungszeichen, solche Zweige an. Hat gut funktioniert. Und Preis-Leistung passt dann auch. Dann schauen wir uns im Schnelldurchgang die Funktionen dieser schwedischen Lokomotive an. Alles andere gibt es auf anderen YouTube-Kanälen sehr ausführlich. Wir haben hier ein Exemplar der Baureihe RC der schwedischen Staatsbahnen. Insgesamt wurden 366 unterschiedliche Loks in verschiedenen Varianten gebaut. Es ist damit die am meisten verbreitete Loktype Schwedens. Ab 1965 sind sie Tiris Tor gesteuert. Die Auslieferung begann aber 1967 erst, also das waren dann eben die Vorserienmodelle, und gebaut wurden sie von ASEA bis 1988. Bombardier war auch beteiligt, sie bauten Lokomotiven um. Diese Tiristor-Steuerung in Kombination mit Pulswechselrichtern, die dann in den Lokomotiven wie auch im Netz verbaut sind, ermöglichen die Rückspeisung von Strom beim Bremsen ins Netz. Das ist bei der Deutschen Bahn so. Ich gehe davon aus, dass das auch der Grund war für die schwedischen Staatsbahnen, dass sie das entsprechend auch umgesetzt haben und relativ früh. Die Tristoren kamen, wie gesagt, 1965 auf den Markt. Und das ist ja nichts anderes wie das, was die Elektroautos auch machen. Dort nennt man es Rekuperieren, also der Strom beim Bremsen wird rückgespeist in den Akku, bei den Autos und bei der Bahn ins Netz. Die Loks waren damals im Personen- und Güterzugverkehr unterwegs und typisch war die auch wahrscheinlich bekannte orangene Farbgebung. Die hier vorgestellte Variante ist die Baureihe RC6 in schwarzer Kolorierung. Betriebszustand um 2010 und sie fährt bis zu 160 km pro Stunde schnell. Im Normalfall werden die im Reisezugdienst eingesetzt. Es gab eine Bahnreform 2001 in Schweden und da wurde das geändert. Hier ist es natürlich jetzt die Ausnahme. Sie wird im KLV
eingesetzt, also im kombinierten Ladungsverkehr, also in der Kombination zwischen Eisenbahn und Schifffahrt, und man versucht möglichst den Einsatz auf der Straße gering zu halten. Sie zieht hier Tragwagen der Bauart SGNS mit Holzladestellen und Stützschwellen zum Transport von Stammholz. Und entsprechend ist die Beladung auch gewählt. Betriebszustand der Waggons ist 2015. Diese Ausgabe von Steves Modelle der Eisenbahn. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten und sage wie immer Tschüss, Ciao, Servus, Baba, Adieu und Hey da, und hoffe, dass ich es richtig ausgesprochen habe.